Herzlich willkommen zu diesem neuen Video zu PicPic. Ich möchte in diesem Video zeigen, wie man in ein Foto, wie man in eine Grafik, in ein Bild ein sogenanntes Wasserzeichen einfügen kann, mit Hilfe von PicPic. Ja, was sind Wasserzeichen? Wasserzeichen sollen dem Betrachter des Bildes zeigen, von wem dieses Bild stammt. Es gibt einen leichten Hinweis, aber doch erkennbaren Hinweis auf den Urheber des Bildes. Gehen wir gleich zu den grundlegenden, zur grundlegenden Umsetzung. Wie füge ich Wasserzeichen ein? Als erstes hole ich mir in das Programm PicPic ein Foto, das ich schon erzeugt habe. Ich habe hier ein Foto. Hole das jetzt herein. Das Foto ist relativ groß, deswegen gehe ich jetzt hier dazu über, dass ich hier die Ansicht verkleinere. Hier habe ich das Bild und hier möchte ich dann ein Wasserzeichen einfügen. Ich möchte hier den Schriftzug Markus einfügen. Das macht man jetzt nicht, indem man hier einfach hergeht und dann einen Text einfügt an einer bestimmten Stelle, sondern ich möchte das ja über das Bild ganz leicht legen. Und da gehe ich jetzt folgendermaßen vor. Ich erzeuge jetzt hier eine neue Grafik. Gehe hier auf Neu. Kann hier die Breite wie immer festlegen und die Höhe festlegen. Bei der Höhe bleibe ich bei 70. Bei der Breite wähle ich als erstes einmal 200. Die Größe des Bildes sollte man daran bemessen, wie viel man dann in diese Datei hineinschreiben möchte. Und ich möchte jetzt hier dann hineinschreiben meinen Vornamen zum Beispiel. Und hier schreibe ich einmal hinein Markus. Ich vergrößere das bis in den Bereich, in dem eben dann hier dieser Name dann sichtbar ist. Bin ich hier zufrieden damit? Oder möchte ich eine andere Farbe wählen? Ich kann je nach Farbe, je nach unterschiedlichen Wünschen, kann ich eine andere Farbe wählen. Nehmen wir uns hier zum Beispiel mal hier eine rote Farbe, bestätige das Ganze, schneide jetzt hier diese Grafik nach meinen Bedürfnissen dementsprechend dann zu. Muss hier einen Bereich wählen, der nicht gerade unmittelbar in dieses Textfeld reicht. Ich bestätige das, klicke jetzt auf Zuschneiden und habe die Grafik hier jetzt in dieser Größe. Jetzt muss ich diese Grafik auch noch speichern. Gehe auf Datei, Speichern, wähle hier das PNG-Format. Wähle mir den richtigen Ordner. Nachdem ich den Ordner gefunden habe, wähle ich mir jetzt den entsprechenden Dateinamen. Ich schreibe jetzt einfach mal hinein Wasserzeichen, speichere und habe jetzt also dann hier zwei Bilder. Hier das eine Foto und hier das Wasserzeichen. Und jetzt gehe ich hier in diesen Bereich von PicPic zu Effekte und wähle mir hier diesen Menüpunkt Wasserzeichen. Damit das Ganze auch funktionieren kann, muss ich mir natürlich auch hier die entsprechende Grafik auswählen. Du wirst schon erraten haben, dass es sich hier um diese Wasserzeichen-Grafik handelt. Ich bin jetzt im Verzeichnis angelangt, wähle mir hier die Datei Wasserzeichen, klicke auf Öffnen und ich sehe hier schon den entsprechenden Schriftzug. Dann suche ich mir aus, in welchem Bereich des Bildschirms mein Wasserzeichen eingefügt werden soll. Ich wähle jetzt mal hier links unten. Ich kann auch in andere Bereiche mir natürlich aussuchen, kann hier auch die Transparenz verändern. Wenn ich die Transparenz höher stelle, also auf 100% stelle, dann wird ganz deutlich hier dieser Schriftzug dann erkennbar sein. Wenn ich die Transparenz verringere, wird dann der Schriftzug oder wird die Grafik, die dahinter steckt, nur ganz schwach angezeigt. Null würde wenig bringen, dann hätte ich wenig vom Wasserzeichen, wähle vielleicht hier so 15% und klicke auf OK. Bevor ich das mache, noch ein Hinweis meinerseits. Wenn du hier das Hackerl setzen würdest, würden im Prinzip alle Grafiken, die du mit PicPic erstellst, dann mit diesem Wasserzeichen, du hast dir hier den Pfad festgelegt, dann versehen werden. Ich klicke jetzt auf OK. Schau, was sich getan hat. Es hat sich dementsprechend noch nicht so viel getan. Ich muss vielleicht die Transparenz dann noch verstellen. Gehe nochmal herein. Erhöhe die Transparenz. Klicke auf OK. Und man sieht dann hier unten ganz schwach schon, wenn ich das jetzt hier vergrößere, sieht man hier ganz unten, ganz schwach hier das Wasserzeichen. Das erfüllt genau seinen Zweck. Das Bild soll nicht verunstaltet werden, sondern es soll einfach dann an einer bestimmten Stelle soll dann deutlich werden,
dass dieses Bild eben vom entsprechenden Urheber stammt. Du kannst also hier deinen vollen Namen angeben, du kannst die Lizenz zum Beispiel, eine Commons-Lizenz zum Beispiel hier einfügen. Du kannst also in einer sehr einfachen Art und Weise hier mit PicPic die Wasserzeichen dann in deine Grafik einfügen. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat.